So, da sind wir wieder. Und wir gehen wieder runter ins Gefängnis. Uns mit noch mehr Mönchen und Eisengolems anlegen. Der ist schon mal eingefroren. Wow. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt ist er's wieder. Und jetzt ist sein Kumpel sauer auf uns. Aua, und wir hätten nicht mitten in seinen Eisstacheln stehen bleiben sollen. Uah. Sehr schön, wir haben ihn mit dem Eishammer eingefroren. Und ich habe ein Level abgekriegt. Deswegen erst einmal Rückzug. So, an wen geht nun das? An sie. Und das geht an ihn. Weil die beiden hinken am meisten hinterher. Sie hat noch nicht so wirklich. So. 4 Punkte in Armor bringen 10 mehr Health. Hier würden wir 2 Vitality mehr kriegen, aber ich nehme mal lieber die 10 mehr Health, weil noch ein Level Up ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Deswegen 10 mehr Leben. Gut. Und sie kann einfach sich mal neue Mana-Tränke machen. So sparen wir uns jetzt die Zeit zum Schlafen. Weil so viel Kräuter, wie wir noch haben, brauchen wir das nicht unbedingt. So, dann gucken wir mal nach dem nächsten Wächter. Nicht da runterfallen. Da ist ein Golem. Auch in seiner Nische drin. Da ist ein Golem, den wir einfrieren konnten. Vor denen wir uns aber trotzdem hüten sollten. Ihn nochmal einfrieren. Ist gut. Den hätte ich alle machen mit der 3-Punkte-Technik. Nächster Golem. Nicht unbedingt direkt vor ihm stehen, während er. Das ist weniger gut, wenn ich den anderen hinter mir rumtrampeln höre. Deswegen den hier ganz schnell töten. Aua. Ja, die können wirklich dreckig zuhauen, wenn sie mal zuhauen. Da ist der Wächter, der letzte hoffentlich. Aber der uns gerade mit dem. Nein, es ist nicht der letzte. Da hinten ist noch einer. Da hinten habe ich gerade noch einen gesehen. Und ja, kommt mir das nur so vor. Das schlägt Tarion mit dem Hammer verdammt langsam zu. Wir haben fast schon das ganze Stockwerk geräumt. Deswegen erstmal wieder hier nach oben. Und ausruhen, bevor Breno hier stirbt. Das ist nämlich nicht so toll, wenn gerade ich sterbe. Ja, ich sag ja, das ist der gefährlichste Raum im gesamten Spiel.
Wenn man nicht aufpasst, wird man da von den 6 oder 7 Wächtern umzingelt. Und dann hat man schnell Probleme. So. Der ist jetzt auch tot. Das müsste wirklich... wirklich nur noch der Golem da sein, wollte ich gerade schon sagen. Aber nö, ich werde eines Besseren belehrt. Aua, das war jetzt aber ein böser Eisstachel. Out of Energy ist nicht so toll. Dafür ist der die 3-Punkte-Technik toll. Aua. Und Talisa hat ein Level Up. Das geben wir doch ihr doch gleich mal hier unten. Und zwar kriegt sie... das könnte ich ihr geben. Doppelte Chance auf einen kritischen Treffer. Wie hoch ist denn ihre aktuelle Chance eigentlich? Tja, das wird hier halt nirgendwo angezeigt. Aber nee, geben wir ihr auf Dagger, damit sie mehr Schaden mit ihm anmacht. Mit ihm macht. Ja, 6 Punkte mehr Schaden mit dem Dagger ist doch schon mal gleich was. Und da ist der letzte. Aua. Danke für den einfrierenden Bash. Backstep. The Wasting Blow. Noch ein Backstep. Backstep. Und ja, jetzt müssen wir hier so um den rumtanzen. Aua. So viel zu um den rumtanzen. So. Erledigt. Jetzt müssen wir mal kurz unser Heil in der Luft suchen und Tarion wiederbeleben. Sehr gut. Jetzt haben wir auch wieder volles Mana für Elana. Jetzt schauen wir uns hier noch zu Ende um. Also die Golems haben das hier bewacht. Was das ist, werden wir gleich sehen, wenn wir näher rangehen. Aber vorher will ich mich wirklich hier noch zu Ende umgucken. Hier in diesem Steampunk-Gebiet. Ja, das war das ganze Gebiet eigentlich. Fehlt nur hier drüben das Eck. Ja, hier genau. Zur Vollständigkeit. Und jetzt gucken wir uns mal das hier an, was die Golems bewacht haben. Wieder eine Traumsequenz. Sie zerstörten den Mechanismus, also vor dem wir jetzt gerade stehen. Sie nahmen ihn auseinander und hielten das Portal geschlossen. Aber es kann wieder geöffnet werden, ich weiß wie. Um das Portal zu öffnen, musst du die fehlenden Teile finden. Es fehlen 4 Teile. Geh. Also jetzt kriegt er schon langsam diesen Befehlston, der Traumtyp. Ja. Voll geheilt sind wir. Deswegen
Suchen wir uns doch mal ein schönes Loch zum Runterspringen. Denn jetzt müssen wir hier runterspringen. Wir haben auch einen schönen Ort gefunden zum Runterspringen. Erst einmal sind hier überall diese Fliegeviecher. Zweitens sind wir hier jetzt gleich beim Portal nach oben wieder, beim Teleporter. Fliegeviecher und ich glaube sogar Tentakeln müssten. Hier aus den Ritzen kommen. So. Kommt mir das irgendwie nur so vor, oder schlägt er mit seinem Hammer verdammt langsam zu? Ja, hier schwirren wirklich die Viecher zu Dutzend rum. Das ist kein... Okay, da ist, haben wir schon mal das erste Teil. Ein kleines Zahnrad. Und ja, ich hab's doch noch gewusst. Na kommt schon, ihr starken Männer. Trefft das blöde Tier nicht. Ah, die können so schnell angreifen. Na, mittlerweile macht Tach ja noch endlich mal mehr Schaden als als Bueno hier. So, jetzt will ich aber noch mal kurz zurück zum Teleporter. Der war genau da drüben. Nicht verlaufen, das könnte ungesund werden. Leider ist gleich noch eins, zwei, drei. Zum Glück, wir spawnen die hier unten nicht. So schnell wieder hoch. Hoppala. Und kurz schlafen. Vor allem damit Tarions Krankheit abklingt und Elana wieder ihre Energie zurückkriegt. Bevor wir weiter schlafen, sollten wir mal kurz einen Blick auf unsere Nahrung werfen. Sie hat noch ziemlich viel. Aber gut. Schätze haben wir leider nur zwei gefunden, was ich etwas schade finde, aber sei es drum. Weiter schlafen. Sie soll ihre Energie und ihr sein Leben regenerieren. Und dann gehen wir wieder da runter. Wir sind voll der Kammerjäger hier. Irgendwie sind wir in vielen meiner Spiele der Kammerjäger. In Drakensang töten wir riesige Hirschkäfer und Riesenspinnen. Hier töten wir irgendwelche anderen Riesenspinnen und Fliegeviecher. So. In Trine 1 haben wir auch Riesenspinnen getötet. Kein Eingang. Ja, das Ding kenne ich auch noch irgendwo her. Da müsste hier irgendwo ein nicht ganz so versteckter geheimer Knopf sein. Made am Stock, kommt mal mit. Schaft brauchen wir keinen. Und ja, hier unten liegt jede Menge Schrott rum. Auch Fackeln und sowas. Ein Jab. Was auch immer noch mal ein Jab ist. Ich glaube, das soll ein Kinnhaken oder so sein. Ah, der Infusor, den brauchen wir auch. War das sogar der Knopf für das Bleibt draußen? Nein, das war ein Knopf für ein Secret. Voller Nahrung.
Hat er noch... Oh, er hat jede Menge Tragplatz. Feuerbomben kann sie tragen. Madame Stock. Jam, jam. Und da drüben sehe ich noch ein Secret. Dafür müsste der Knopf auch hier in der Nähe sein, oder? Das müsste hier irgendwo aufgehen. Naja, gucken wir uns erst einmal hier in Ruhe fertig um. Da latsche ich schon wieder in unseren eigenen Eiszauber. Nein, der Knopf macht nur den Teleporter auf und zu. Okay, ich würde mal sagen, bevor wir uns hier jetzt weiter umsehen. Das ist Schrott. Ja, bevor wir uns hier weiter umsehen, bleibe ich hier beim Teleporter stehen und mache erstmal wieder einen Cut und speichere. Bis dann.